Hallo, in diesem Video geht es um die Determinante und wie man den Flächeninhalt eines Dreiecks mit der Determinante ausrechnet. Hier soll jetzt weniger das, warum die Determinante funktioniert, besprochen werden, sondern eher, wie sie funktioniert und woran man sie erkennen kann, dass man sie jetzt braucht. Als Beispiel habe ich jetzt hier rechts das Dreieck ABC mit den Koordinaten A, B und C, 2, 1, 6, 2 und 1, 4. So, wie berechnen wir so ein Ding? Es gibt drei Flächenformeln für das Dreieck, nämlich 1,5 mal Grundseite mal Höhe, 1,5 mal Seite, Seite mal Sinus, eingeschlossenes Winkel und natürlich noch die Determinante. Determinante funktioniert nur im Koordinatensystem, das heißt, wenn jetzt das jetzt eine Pyramide oder eben eine Geometrie wäre, könnte man die schon mal von vornherein ausschließen. Hier sind wir allerdings im Koordinatensystem, deswegen ist die Determinante auch möglich. Als Tipp würde ich jetzt sagen, sobald eine Dreiecksseite, zum Beispiel AC oder AB, parallel zu einer Achse liegt, ist man mit 1,5 mal Grundseite mal Höhe eigentlich grundsätzlich schneller, weil man einfach rechnen kann, y von der oberen Koordinate minus y untere Koordinate oder rechts minus links. Und dann kriegt man sofort die entsprechenden Grundseite und Höhe raus, weil dann automatisch natürlich die Höhe des Dreiecks auch parallel zu einer Achse liegt. Wenn das nicht der Fall ist, so wie jetzt in unserem Beispiel, dann deutet es eigentlich zu einem sehr hohen Prozentsatz darauf hin, dass man die Determinante verwenden muss, beziehungsweise dass es mit der Determinante am schnellsten geht. Es gibt auch andere Lösungsmöglichkeiten, aber mit der Determinante ist man einfach am schnellsten. So, Schritt 1. Für die Determinante braucht man Vektoren. Ja, steht in der Formelsammlung drin. Da steht irgendwie dieses kryptische a ist gleich 1,5 mal und jetzt halt ux, uy zum Beispiel, vx und vy. Irgendwas, sowas steht drin. Also a steht für Flächeninhalt, 1,5, weil es ein Dreieck ist. Die Determinante funktioniert ursprünglich von einem Parallelogramm. Ux, uy, vx und vy sind einfach zwei Vektoren. So, wir brauchen also zwei Vektoren. Dafür sucht man sich jetzt einen beliebigen Startpunkt aus. Das ist mal das Wichtigste. Ist vollkommen egal in diesem Beispiel, da alle drei Punkte bekannt sind, ob A, B oder C. Ich nehme jetzt einfach mal Punkt A als Startpunkt. Von diesem Punkt A stelle ich die beiden Vektoren zu den benachbarten Punkten auf. Also AB und AC. Vektoren aufstellen geht über Spitze minus Fuß. Das bedeutet, wir haben, ja in dem Fall jetzt sind es Pfeile, weil sie festgebunden sind. Spitze minus Fuß. Spitze ist der Punkt B mit 6, 2 minus 2, 1. Ist gleich 4, 1. So, das gleiche machen wir mit dem zweiten Vektor, nämlich der Vektor AC. Ist gleich wieder Spitze minus Fuß. C hat 1, 4 minus 2, 1. Ist gleich minus 1 und 3. So kann man auch nachkontrollieren. Ich muss von Punkt A 1, 2, 3, 4 nach rechts und 1 nach oben, passt. Ich muss von Punkt A 1 nach links, minus 1 und 3 nach oben, passt ebenfalls. So, das müssen wir jetzt in Determinante einsetzen. Und ganz wichtig ist, mit welchem Vektor fangen wir an? Dafür schauen wir uns an, den Winkel, wie soll ich sagen, der Winkel, der hier bei A liegt, durch diese beiden Vektoren aufgespannt wird und im Dreieck liegt. Und dieser Winkel muss im Prinzip entgegen des Uhrzeigersinns eingetragen werden. Und da, wo dieser Winkel startet, nenne ich es einfach mal so, da, wo der startet, mit diesem Vektor fangen wir an. Und da, wo wir enden, das ist der zweite Vektor. Also fangen wir jetzt mit Pfeil AB an. Und als zweites kommt der Pfeil AC rein. Daraus folgt also, A ist gleich 1,5 mal. So, Vektor AB kommt zuerst, also 4, 1. Und Vektor AC als zweites, minus 1, 3. So, und jetzt steht in der Formelsammlung auch schon die entsprechende Umformung drin. Die muss man jetzt mehr oder weniger abschreiben, dass 1,5 mal bleibt. Dann kommt eine große Klammer. Und jetzt gilt links oben mal rechts unten. Ja, also es wird im Prinzip so überkreuzt. Das mache ich jetzt nicht mit der Farbe, nehme ich vielleicht eine andere Farbe. So überkreuzt multipliziert. Ja. Also 4 mal 3 und dann kommt ein Minus.
1 mal minus 1 und große Klammer zu. So, und diesen Teil, der entsprechend schnell ist oder so, kann das gleich in den Taschenrechner eingeben. Es sind nur noch Zahlen drin, das kann jeder Taschenrechner sofort lösen. Man kann es natürlich auch im Kopf lösen. 1,5 ist nichts anderes als 0,5. 4 mal 3 sind 12. Minus 1 mal minus 1 sind plus 1. Und 12 plus 1 sind 13, mal 0,5 sind 6,5. Flächeneinheiten. Also damit hat das Dreieck eine Flächeninhalt von 6,5 Flächeneinheiten.